herzlich zu unserem Tag der offenen Tür zum 25-jährigen Bestehen unserer Klinik herzlich begrüßen. 45. Mein besonderer Gruß gilt Herrn Dieter Gebhardt, Vorsitzender der Landschaftsversammlung des LWL, der uns sicherlich gleich einiges über den Träger dieser Klinik, aber sicherlich auch über die Klinik selbst berichten wird. Dann begrüße ich weiter ganz herzlich den Landrat des Kreises Recklinghausen, Herrn Kai Süberkrüb, sowie die stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Mahl und der Stadt Haltern am See, Frau Astrid Timmermann-Fechter und Frau Hiltrud Schlierkamp. Ihnen bereits jetzt vielen Dank für Ihre Grußworte. Liebe Kinder, für euch haben wir anlässlich unseres Jubiläums viele Spielmöglichkeiten und Attraktivitäten vorgesehen, nicht zuletzt auch das Auftreten unserer Maus, die ebenfalls in diesem Jahr Geburtstag hat. Für Sie, liebe Erwachsene, präsentieren wir Ihnen unsere vielfältigen Versorgungsangebote. Überzeugen Sie sich von unseren Konzepten und unseren Therapiemöglichkeiten. Als eine der größten Fachkliniken in der Bundesrepublik sind wir qualifiziert in der Lage, sämtliche Krankheitsbilder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu behandeln. Pro Jahr werden hier in unserer Klinik und unseren angeschlossenen Tageskliniken rund 1400 Patienten behandelt. Hinzu kommen noch rund 2500 Patienten in unseren Institutsambulanzen. Lassen Sie sich informieren von unseren Ärzten, Psychologen, den Fachtherapeuten, dem Pflege- und Erziehungsdienst und nehmen Sie die Stations- und Therapiebesichtigungen wahr. Ein solch breit gefächertes Therapieangebot, wie wir es hier vorhalten, ist ausgesprochen selten. Auch dies darf an einem solchen Jubiläum durchaus gesagt werden. Seit Jahren platzt die Klinik aus allen Nähten. Wir sind permanent überbelegt und benötigen zur weiteren qualifizierten Sicherstellung unseres Versorgungsauftrages zusätzliche Betten. Ich hoffe, dass dieser Appell nicht ungehört verhallt im zuständigen Ministerium in Düsseldorf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stünden heute nach 45 Jahren nicht hier an einem über die Region hinaus bekannten und qualifizierten Krankenhaus mit zum Teil hochspezialisierten Behandlungsmöglichkeiten und hervorragenden Ruf, wenn Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht so viel Engagement und Tatkraft bei Ihrer nicht leichten Aufgabenbewältigung einbringen würden. Ich darf Ihnen auch im Namen der gesamten Betriebsleitung dafür meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Mit Ihnen, da bin ich mir sicher, werden wir die sicherlich nicht ganz leichte Zeit bis zum nächsten Klinikjubiläum meistern. Besonderen Dank möchte ich auch unserem Organisationsteam zur Planung dieses Tages der offenen Tür, die sehr zeitintensiv war, aussprechen. Ich wünsche Ihnen nunmehr allen für heute viel Spaß, Unterhaltung, Spannung und Information und darf nun an Herrn Dieter Gebhardt übergeben.